Es geht also darum, ob, welche Form auch immer, wir werden darüber sprechen, der technischen, computerbasierten Unterstützung Journalismus Perspektiven eröffnet, Implikationen hat oder auch auf Probleme hinweist. Und mit dabei sind heute, jetzt weiß ich gar nicht, welche Reihenfolge ich mache mal alphabetisch mit dem Nachnamen, Christina Elmer, jetzt wieder nach Hause gekommen quasi an ihre Alma Mater, nach Dortmund und dort Institut für Journalistik, ist jetzt Professorin und sie war noch bis in dieses Jahr hinein beim Spiegel und dort Entwicklungschefin. Und ihr Thema ist, ich glaube, das kann man so stehen lassen, Christina, Datenjournalismus. Das geht durch deine ganze Vita durch. Ich habe es gerade gesagt, du hast in Dortmund studiert, bist also auch Diplomjournalistin. Dann weiß man ja schon, dass man aus Dortmund kommt, wenn man das ist quasi. Gibt auch eine andere Möglichkeit, aber. Ja, und dich haben wir heute dabei, weil du auch beim Spiegel das Thema mit begleitet hast, wie aus Daten Journalismus wird. Und dann kann man auch darüber sprechen, ob das automatisiert passiert oder mit sowas wie künstlicher Intelligenz. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Mika Beuster ist auch bei uns. Mika ist Reporterchef beim Weilburger Tageblatt und Usinger Anzeiger. Also noch richtig in der Praxis, aber er ist eben auch, wir sind hier beim DJV. Ein DJV-Gesicht. Er ist seit 2019 Beisitzer im Bundesvorstand und ich bin ganz froh, dass wir Mika dabei haben, weil wir auch noch mal so aus der Sicht einer berufsständischen Vertretung, wie der DJV sie ist als Gewerkschaft, auch noch mal über denkbare Folgen und Seiteneffekte von computerunterstütztem Journalismus sprechen werden. Mika, ich freue mich auch, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auch sehr. Und als kongeniales Tech-Team, würden jetzt Wrestling-Fans sagen, haben wir dann noch Nathalie Wiedmann und Martin Paul dabei. Ich fange mal bei Nathalie an, weil ihre Tätigkeit ist Ausfluss dessen, was den Journalismus in den letzten Jahren elektronisch mit auch fortentwickelt hat. Sie ist Data Scientist bei IDA, bei der Innovations- und Digitalagentur, die gemeinsam vom ZDF und vom MDR, vom ZDF und vom MDR auf den Weg gebracht wurden. Also ihr helft den Kollegen mit digitaler Expertise und Kompetenz. Und du kannst uns nachher noch ein bisschen was sagen, Nathalie, so zu Schnittstellen, Technologie und was ihr auch schon für den MDR gemacht habt. Das hast du zusammen mit dem Kollegen Martin Paul gemacht. Martin ist Teil des Online-Teams von MDR Sachsen-Anhalt. Und wir werden mit euch beiden darüber sprechen, was ihr vor allem ganz aktuell zum Thema Wahlberichterstattung gemacht habt und wo da der Computer unterstützt hat. Und wie ihr das auch offen gestaltet habt und auch berichtet habt darüber, was ihr da gemacht habt. Insofern freue ich mich, dass hier diese komplette Kompetenz zusammen ist. Hallo Martin. Ja, einsteigen möchte ich mit einer kleinen Folie, die jetzt auf meinem Videobild erscheint, um einmal eins deutlich zu machen. Das haben Mika und ich gemerkt auf Twitter in dieser Woche, als wir diese Veranstaltung auf Twitter angekündigt haben. Wir kriegten sehr schnell eine anthropologisch-kulturelle, philosophische Diskussion zum Thema KI. KI gibt es nicht. Es gibt nichts, was aus sich selbst heraus denkt und elektronisch ist. In diese Diskussion wollen wir heute eigentlich gar nicht einsteigen. Wir wollen sie nicht wegdrücken, aber sie ist einfach nicht der Gegenstand. Und ich gehe jetzt mal auf die Folie, die ich einblenden wollte, damit wir uns richtig verstehen. Wir haben so eine Skala, wo der Computer uns unterstützt mit eigener Kraft oder eher vielleicht auf Basis einer Programmierung oder regelbasierten Anwendung uns unterstützt. Das links ist Homer Simpson. Ich will keine Lösung, Nathalie und Martin, die ihr gebaut habt, damit jetzt das in die Kategorie einordnen. Aber was den echten aus sich selbst herausdenkenden Intelligenzgrad angeht, ist das eher eine schwache KI. Und das haben wir graduell, geht das Richtung über sowas wie IBMs Watson. Dieses Ding hat es ja schon geschafft, gegen Menschen in der Fernsehsendung Jeopardy zu gewinnen, also in einer Quizsendung. Da ist dann schon ein bisschen mehr an Datenverknüpfung passiert, dass man den Eindruck haben konnte, wie ist der jetzt auf diese Lösung gekommen? Bis hin zu dem, und das gibt heute einen Artikel im Spiegel Online, zur 10. von Beethoven, die mit KI zu Ende komponiert wurde. Und der Einstieg in diesen Artikel läuft über HAL 9000, dem Computer von 2001, weil das Letzte, als man ihm seinen Geist raubt, weil er die Menschen töten will, die er eigentlich zu beschützen hat, das Letzte, was man ihm raubt, ist ein Kinderlied. Also das Musikalische scheint auch bei der künstlichen Intelligenz ganz tief verankert zu sein. Wir reden nicht über HAL 9000. Wir reden eher über eine schwache KI, die uns technisch unterstützen soll. Hinten raus versuchen wir eine Perspektive aufzumachen,
wohin das Ganze noch führen kann, weil die technologische Entwicklung bleibt da nicht stehen. Das vielleicht so als ein kleines Prä, damit wir also hier uns nicht vergaloppieren. Wir wollen heute nicht den heiligen Gral des selbstgesteuerten Denkens irgendwie schöpfen. Worüber wir aber sprechen müssen, ist, wo läuft das Ganze denn im Journalismus? Und vielleicht da noch auch eine Folie, ich gehe jetzt mal schon rein in das, was auch eben computerunterstützter Journalismus ist. Wir sehen hier einen Screenshot aus dem Projekt, was beim MDR durchgeführt wurde. Und da würde ich jetzt anfangen wollen mit Nathalie. Ich blende jetzt einen Quellcode ein und ihr habt aus den Wahlergebnissen Berichterstattung gemacht. Magst du kurz sagen, Nathalie, wie man das verstehen und einordnen soll, was da passiert ist? Ja, sehr gerne. Also was wir eigentlich gemacht haben zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Juni 2021, ist, dass wir wirklich die Daten von der Landeswahlleitung genommen haben und daraus Texte generiert haben. Und das, also wie du schon am Anfang so schön gesagt hast, das hat sehr wenig mit einer KI zu tun, sondern es sind eigentlich schon vorbereitete Textbausteine, die wir da zusammengesetzt haben. Und das hat eigentlich gar nichts mit einer KI zu tun, weil das eigentlich nur, es ist regelbasiert, es ist auch im maschinellen Lernen, da steckt einfach auch gar keine künstliche Intelligenz dahinter, sondern man sagt einfach nur, okay, man macht bestimmte Berechnungen, sagt, okay, welche Partei hat jetzt die meisten Stimmen und dann schreiben wir, okay, die CDU gewinnt diesen Wahlkreis. Und dann gibt es aber auch noch viele weitere Regeln, die man definieren kann, die dann so einen Text bestimmen. Und das Schöne eigentlich, was wir oder warum wir uns auch entschieden haben, das selbst zu machen, weil es gibt ja eigentlich auch viele Plattformen, auf denen man sowas einkaufen kann, ist eigentlich auch, dass man sehr viel redaktionelle Informationen schon eingeben kann. Also Martin kann da bestimmt mehr dazu erzählen, aber wir haben einfach auch sehr viel recherchiert schon, was macht einen Wahlkreis besonders, was sind irgendwie die Informationen zu Kandidaten, die potenziell gewinnen werden, und je nachdem, wenn ein Kandidat gewinnt oder eine Kandidatin, dann blenden wir die Informationen ein. Und dazu haben wir dann eigentlich schöne Artikel geschrieben, die einerseits dann auch zugänglich sind natürlich für viele Menschen, die vielleicht sonst eher Probleme haben, wenn es nur darum geht, irgendwie Grafiken zu interpretieren. Andererseits natürlich auch mit Grafiken angereichert sind und jeder kann dann auf seinen Wahlkreis zugreifen und es sind sehr viele regionale Informationen mit dabei. Das hört sich jetzt ja so an, als ob ihr erstmal die Daten verarbeitet und daraus Tabellen macht, aber ihr habt ein bisschen mehr gemacht, daraus ist ja auch Text gemacht worden. Hilft das Ding denn auch dabei, grammatikalisch einwandfreie Sätze auf den Weg zu bringen? Nicht ganz. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass es dafür schon mehr Tools online gibt. Also einfach, weil es schon in der Sprachverarbeitung, also technisch gesehen, gibt es ganz, ganz viele Tools, die Texte analysieren können, die sagen können, okay, der Satz ist jetzt falsch oder Synonyme generieren können. Aber wir haben Open Source eigentlich sehr, sehr wenig gefunden, was man dafür einsetzen kann. Und gerade, also ich glaube, im Englischen sieht das Ganze nochmal anders aus, weil viele Technologien einfach im Englischen auch schon weiter verbreitet sind. Aber im Deutschen Open Source Tools dafür zu finden, war schwierig. Das heißt, das, was wir jetzt eigentlich gemacht haben, ist, wir haben ein paar Tools genommen, die dann noch Wörter konjugieren können, aber selbst das war teilweise schwierig. Also, dass sie einen Satz nehmen und dann irgendwie das Verb, also mit gewann oder gewinnt die Wahl, also sowas geht gerade noch so, aber es wird schon auch kompliziert. Das heißt, wir haben da wirklich auch gesagt, okay, wenn der Kandidat männlich ist, der gewinnt, dann nimm den Satz und verwende er. Wenn es eine Kandidatin ist, die gewinnt, dann verwende sie in dem nächsten Satz. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr grundlagentechnisch aufgebaut. Kommt gerade der Hinweis, vielleicht so eine frei verfügbare Basis-KI wie DeepL zu benutzen, in Englisch generieren lassen und dann mit DeepL übersetzen, Smiley von Michael Seidel, könnte natürlich ein Workaround sein, um das zu machen. Martin, genau, mach schon so ein bisschen so, Martin. Wie stellt sich das denn von jemandem, der von der journalistischen Seite kommt? Nun bist du, hast du selbst von dir gesagt, total interessiert an diesen digitalen Themen, aber wie nähert man sich da journalistisch? Jetzt grundsätzlich oder speziell auf diesen Fall bezogen? Also nehmen wir ruhig mal diesen Fall als Beispiel. Genau, fallbezogen ist es natürlich, wie soll man sagen, Datenaufbereitung für Landtagswahlen oder Wahlen überhaupt ist ja
ein Paradebeispiel für Datenjournalismus. Da kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Und uns war es wichtig, oder mir war es wichtig, dass wir anfangen, auch Texte aus den verfügbaren Daten zu generieren. Und das, warum das auf der einen Seite ein gutes Beispiel ist, weil die Daten sehr sauber sind, sehr strukturiert, sehr regelmäßig und gut geprüft und quasi immer wieder ausprobiert kommen. Und deswegen haben wir das auch, dieses Beispiel auch genutzt, um das tatsächlich mal ausprobieren, automatisierte Texte zu erstellen. Wir haben dann festgestellt, dass wir quasi dadurch, dass wir Wahlkreise und Gemeinden in den Vorwahlständen, in den Zwischenständen und in den Endergebnissen als Artikel wiedergeben konnten, das hätten wir als Journalistinnen und Journalisten nie geschafft. Wir haben insgesamt 539, glaube ich, Artikel quasi in jeweils drei Zuständen. Und wenn man den Endzustand dann nimmt, noch den vierten Zustand quasi geschrieben oder schreiben lassen. Und das wäre nie und nimmer wäre das möglich gewesen, einem noch sonst wie großem Journalistenteam. Und genau, und das ist so ein bisschen, also das ist das Praktische und der Hintergedanke dabei ist, dass ich mich ein bisschen damit beschäftige, ich aus dem Datenjournalismus komme und ich es ganz wichtig finde, dass Redaktionen anfangen, sich diesem Thema zu nähern und Kompetenz aufzubauen in ihrem redaktionellen Umfeld, also das sowohl in dem Medienhaus als auch unter den Kolleginnen und Kollegen, dass man weiß, wovon man spricht, dass man keine Angst bekommt, dass es irgendwie KI und maschinelles Lernen, was ist das überhaupt? Was sind regelbasierte Texte? Was bedeutet Textgenerierung? Und wo sind da die Grenzen? Das ist ganz wichtig, da Erfahrungen zu machen. Und das fand ich, das fanden wir für den MDR auch wichtig. Ein besseres Überleitungswort könnte es gar nicht geben als Kompetenzen. Da gucke ich jetzt auf Christina Elmer, die sich ja damit beschäftigt, den journalistischen Nachwuchs hochschulgebunden, wie es ja so schön damals hieß, auszubilden, als dieser Studiengang aufgesetzt wurde. Inwieweit, wir haben das eben, glaube ich, in diesem Pausengeplänkel kurz gemacht, naja, Lehrer mussten ja nicht so viel Digitales lernen. So gefühlt ist das auch nicht zwingend nötig gewesen in den letzten 25 Jahren für Journalisten in ihrer Ausbildung. Wie weit packt ihr jetzt so Basiswissen an in der hochschulgebundenen Journalistenausbildung, damit der Nachwuchs da schon ein bisschen besser orientiert ist? Auf verschiedenen Wegen. Also einerseits ist ja der Datenjournalismus in Dortmund ohnehin schon ein Schwerpunkt, den man belegen kann. Das ist jetzt natürlich für mich schön, dass ich darauf aufsetzen kann und jetzt ein bisschen das auch weitertragen kann. Mein Ziel wäre, dass es einfach noch breiter in die Ausbildung auch hineinreicht. Also dass es nicht nur ein Schwerpunkt ist, den man wählen kann oder eben auch nicht, sondern dass es eigentlich für alle obligatorisch ist, so einfach ein Grundverständnis zu entwickeln, weil das eben ganz wichtige Informationsquellen sind, die jeder in der Recherche verarbeiten können sollte oder zumindest einen Eindruck hat, so womit er das denn könnte oder mit wem, also sozusagen da das Orientierungswissen und auch Kompetenzen zu vermitteln. Und dann ist mir auf der anderen Seite aber auch sehr wichtig, in den Bereich digitales Publizieren zu gehen, also da die Grundkenntnisse zu vermitteln, wie bringen wir denn eigentlich unsere Inhalte zu unseren Leserinnen und Lesern, und zwar ganz konkret auf verschiedenen Plattformen, über verschiedene Distributionswege, vielleicht auch spezifisch ausgespielt. Da helfen natürlich Automatisierung oder kann Automatisierung helfen, wenn man die Technik denn beherrscht und richtig einsetzt und das eben verzahnt mit dem, was wir dann auch natürlich menschzentriert produzieren. Also da geht es jetzt überhaupt nicht darum, und das wäre jetzt eben auch so eine für mich ganz wichtige Botschaft, zu sagen, entweder oder, ja, entweder der Roboter schreibt oder wir schreiben und wer schreibt jetzt besser, sondern eher zu schauen, wie können wir denn eigentlich das, was wir tun, unseren Auftrag, die Themen, die wir relevant finden, und da sind die Wahldaten ja ein wahnsinnig gutes Beispiel, wie können wir das denn mithilfe von Technologie noch breiter einfach unters Volk bringen und dadurch auch unserem Auftrag gerechter werden. Wie weit, und jetzt spreche ich Mika Beuster als Reporterchef an, wie weit ist das in der Praxis schon in der Wahrnehmung, dass das auch sehr hilfreich sein kann, das Thema Datenjournalismus, von dem wir jetzt hier gerade erstmal ausgehen? Schrägstrich, was findet bei euch in dieser Richtung schon statt? In dem Medienhaus, für das ich arbeite, die VRM mit Sitz in Mainz, haben wir eine Entwicklungsredaktion, die sich tatsächlich auch damit beschäftigt. Also es sind Leute, die abgetrennt vom Alltagsgeschäft Ideen entwickeln können und auch vor allen Dingen Technologiepartner finden können, mit denen regional und lokal solche Dinge umsetzbar sind. Und da wird experimentiert und ich finde das toll.
Also ich kenne das selber noch als Volontär, da musste ich in der Sportredaktion Dienst machen und das ist das Feld, von dem ich zertifiziert überhaupt gar keine Ahnung habe in der Berichterstattung und erinnere mich noch, wie ich Tabellen ausfüllen musste. Und da kam mir wirklich die Idee, das ist ja eine grausame, stumpfe, blöde Tätigkeit, die enorm viel Ressourcen bindet, das muss ich doch irgendwie anders darstellen lassen. Dafür brauche ich doch nicht erst Journalisten auszubilden über einen quälend langen Zeitraum, um sie dann Tabellen organisieren zu lassen. Also ich glaube, da sind wir schon weitergekommen und das zeigt auch, welche Relevanz das in der Praxis hat. Wir werden sicherlich gleich noch drüber sprechen, was mit den frei werdenden Ressourcen dann geschieht oder eben auch nicht geschieht, was ich für einen Knackpunkt halte auch in der Diskussion. Aber im Alltag spielt es eine Rolle. Und für mich als Reporter, ich frage Siri natürlich auch, wo Adresse XY ist. Aber für das Medienhaus als solches, ja, wir widmen uns dort tatsächlich diesen Trends von der automatisierten Vorlesestimme, die dann Texte vorliest und daraus einen Podcast generiert, über automatisierte Newsletter-Erstellung auf einer ganz niederschwelligen Ebene erstmal. Und Datenjournalismus wird in Zukunft eine ganz starke Rolle spielen, vor allen Dingen im Lokalen. Da wird sicherlich das Stichwort Vernetzung und bundesweite Vernetzung noch dazukommen. Korrektiv Lokal hat da ja schon einiges angestoßen als Best-Practice-Beispiel. Das wird für Nutzerinnen und Nutzer, aber auch für Journalistinnen und Kollegen sehr, sehr spannend werden, glaube ich. Ich glaube, eins wurde jetzt in der ersten Runde deutlich. Wir reden erstmal über die Automatisierung, die uns helfen soll. Wir reden nicht darüber, dass Inhalte neu generiert werden, was ich eben mit diesem kleinen Seitenhieb zum Thema Zehnte von Beethoven kurz erwähnt habe. Wobei, wenn man sich den Beitrag durchliest, ich höre heute Abend mir auch mal diese Musik an, da hat noch sehr viel auch der Mensch wohl eingegriffen, so wie ihr das, Martin, auch gemacht habt, um die Texte nochmal richtig rund zu machen für die Wahlberichterstattung. Ich habe jetzt nochmal erste Runde gesagt, weil jetzt haben alle, die hier teilnehmen, mal die vier gehört, die heute versammelt sind. Es gibt die Möglichkeit, permanent Fragen zu stellen. Nicht jetzt nur hier im Chat bei Zoom, sondern ich habe noch ein Fragetool eingerichtet. Ich habe den Link dazu auch in den Zoom-Chat reingeschrieben. Da könnt ihr also alle eine Frage stellen. Die taucht dann bei mir hier auf. Und das Schöne ist, alle, die auch dann das Tool draufschalten, können dann sehen, welche Fragen es gibt und durch ein einfaches Draufklicken oder Tippen tatsächlich dann auch diese Frage liken, sodass ich sehen kann, welche Frage interessiert auch noch ein paar andere. Und dann kann man die vielleicht ein bisschen priorisiert dann hier reinreichen. Also wir können permanent Fragen stellen. Ich versuche die dann rüberzuheben hier ins Panel. Sollte eigentlich selbsterklärend sein, tapme.com aufrufen. Da gibt es dann einen Eingabeschlitz, die Raumnummer, den Raumnamen einzugeben. Und das ist DJVBO und dann KI, also DJVBOKI. Und dann landet ihr auf der Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Das können auch die Referentinnen und Referenten natürlich machen. Bin gespannt, wie multitaskingfähig wir sind, dass wir uns hier gegenseitig mit so einem Tool Fragen stellen. Das ist nämlich anonym. Also diese Fragenstellung, da man sieht nicht, wer es gewesen ist. Mika spitzt schon die Finger. Wir kommen zu einem weiteren Aspekt des Themas. Und das ist wirklich gut, dass wir Nathalie und Martin dabei haben. Das ist nämlich der Aspekt der Transparenz. Also wie durchsichtig gestalten wir diesen technisch unterstützten Prozess, bei dem schon einige bei dem Wort Roboter schon eben an iRobot denken und dann an all das, was daraus erwächst und komische Szenarien. Also wie sichtbar machen wir das, dass da eine Unterstützung passiert? Jetzt mache ich mal die Reihenfolge anders. Ich glaube, Christina, soweit warst du noch mit drin beim Spiegel und auch schon bei vorherigen Geschichten, nicht nur bei der Wahlberichterstattung, die auch beim Spiegel ja passiert ist. Wie habt ihr das denn transparent gemacht, was ihr da tut? Da gibt es unter diesen Artikeln, die eben bei uns auch genauso entstanden sind, wie eben beim MDR beschrieben, gibt es einen kleinen Absatz als Hintergrundkasten sozusagen, der beschreibt, dieser Artikel wurde automatisch generiert, Grundlage sind die und die Daten, so und so war das Verfahren. Und dann gibt es auch nochmal einen langen Artikel, mit dem man sich das anschauen kann. Also wenn man wirklich, wirklich alles wissen möchte, in dem dann auch beschrieben wird, dass KI nicht genutzt wird. Das ist eben auch, ehrlich gesagt, etwas, was mich ein bisschen ärgert, dass die Anbieter, die die Engines oder die Plattformen zur Verfügung stellen, mit denen dann diese Artikel generiert werden können, immer gerne damit werben, dass ja da KI im Spiel ist. Ne, kann man nachvollziehen, warum das so ist. Das schadet aber, glaube ich, eher unserem Anliegen, weil gerade wenn man es dann nicht nutzt, haben alle irgendwie Angst, dass es dann eben dann doch der autarke Roboter ist, der etwas schreibt. Aber genau, hier haben wir so eine Transparenzkennzeichnung unter den Artikeln jeweils.
die das nochmal auch deutlich macht und genau beschreibt. Und ich denke jedes Mal, wenn ich so einen Kasten sehe, ich möchte das eigentlich unter jedem Artikel haben, der herkömmlich recherchiert ist auch. Also warum denn da nicht mal reinschreiben, wer daran gearbeitet hat, welcher Auftraggeber dieser Mensch sonst noch hat, außer dem Journalismus, und welche Quellen benutzt wurden. Also ehrlich gesagt schlägt da mein Herz mal ein bisschen höher. Vielleicht können wir das ja ausweiten als Modell. Aktuelles Beispiel, der Kollege, der normalerweise PR für einige Politiker macht, hat im Tagesspiegel über den digitalen Wahlkampf geschrieben. Da kann man dann fragen, wie transparent ist gemacht, was er sonst noch so tut. Genau. Martin und oder Nathalie, können wir ja die Bälle einfach so offen zuwerfen. Wie sichtbar habt ihr das herausgearbeitet, wie ihr vorgegangen seid? Das war uns ganz wichtig, das irgendwie gleich an Anfang des Artikels zu stellen. Also wir haben, gab da auch ein paar kleine Diskussionen auch in der Redaktion oder, aber wir wollten das wirklich gleich ganz am Anfang stehen haben. Vor allen Dingen deswegen auch, damit die Menschen wissen, was es bedeutet und damit sie eine Möglichkeit haben zu reagieren, falls sie etwas entdecken, was fehlerhaft ist. Also wenn das irgendwie eine falsche Zahlen stehen oder ein wirres Satzkonstrukt. Glücklicherweise ist das nicht so häufig vorgekommen, tatsächlich nur einmal, was dann aber an der Zuordnung der Daten lag, also dass die Daten im Nachhinein geändert wurden. Das war eigentlich ganz spannend. Das konnten wir dann schnell ausräumen. Aber das ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig und ich, so nach meiner Meinung nach, ist das so eine gute datenjournalistische Praxis, dass man transparent erklärt, was man benutzt hat und dann auch für andere so aufbereitet, dass andere das nachbauen können und andere das nachvollziehen können, die und nutzen können. Und so ist der Datenjournalismus eigentlich sehr, sehr schön in den Redaktionen gewachsen. Und das finde ich so ohne Eitelkeiten und ohne irgendwie, das ist meins und das ist, das will ich unbedingt nur noch für mich behalten. Und genau, und das haben wir versucht, so stark wie möglich zu machen und sind auch ganz, ganz froh, dass wir es tatsächlich durchbekommen haben, den Code Open Source zu stellen und auf GitHub zu veröffentlichen, den wir genutzt haben. Und das hat mir ein bisschen Angst, dass vielleicht irgendwelche rechte Abteilungen zu lange brauchen, zu lange darüber reden und viele Entscheidungen vielleicht anders treffen oder so. Aber nee, wir konnten es machen und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, dazu vielleicht noch ergänzend. Ich glaube, einerseits die Transparenz zu LeserInnen an sich, also dass sie überhaupt wissen, dass die Artikel automatisiert erstellt wurden, ist ganz wichtig. Aber dann natürlich auch zu KollegInnen oder andere Redaktionen, damit man da eigentlich auch so erstens mal einen längeren Methodenartikel hat, damit man das irgendwie nachvollziehen kann. Aber auch der Code ist eine Möglichkeit, wie man dann, also ich meine, das Prinzip automatisierte Berichterstattung funktioniert eben auf dem Level sehr ähnlich, dass man Textbausteine vorbereitet und man füllt dann Daten ein. Und ich glaube, da ist es auch so, den Code Open Source zu haben, finde ich irgendwie auch sehr, sehr schön für andere Redaktionen, die vielleicht nicht die Ressourcen haben oder so und das dann irgendwie auf ihren Use Case anwenden können. Jetzt hat Martin eben gesagt, er war auch ein bisschen stolz drauf, dass der Code veröffentlicht wurde. Jetzt könnte man ja aus einer Außensicht sagen, naja, ihr seid ein öffentlich-rechtliches Haus, ihr habt da was entwickelt. Irgendwie hat dann der Beitragszahler, Beitragszahlerin auch ein Anrecht drauf, da reingucken zu können. Jetzt stelle ich mal die Frage an Journalisten, der nicht im Öffentlich-Rechtlichen ist, sondern in einem Wirtschaftsunternehmen tätig ist, in einem Medienhaus. Mika, ich weiß schon genau, wer kommt. Mika, würdet ihr das auch machen? Da ich nicht in der entsprechenden Abteilung tätig bin, kann ich dazu natürlich nichts sagen. Das war jetzt fast eine Pressesprecherantwort. Das ist die klassische Pressesprecherantwort. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man sowas macht, weil ich finde, Kollaboration wird immer wichtiger werden. Ich glaube nicht, dass regionale Medienhäuser alleine all das erfinden werden in Eigenleistung, was nötig ist, um sich der Zukunft zu stellen. Und der logische Schritt ist Kollaboration. Ob das jetzt mit Öffentlich-Rechtlichen ist, weiß ich nicht. Aber das gibt es ja auch, der Rechercheverband, den wir kennen, der mit Pandora jetzt übrigens auch datengestützt gearbeitet hat, ist so ein Beispiel. Aber ich glaube auch, dass so regionale, lokale Medienhäuser durchaus in der Lage sind, Schritte zu gehen, die vielleicht vor ein paar Jahren noch undenkbar sind. Weil wir werden nur in der Zusammenarbeit das erledigen. Und vielleicht gehört dann irgendwann auch die Offenlegung dazu. Jetzt habe ich schon die ersten vier Fragen hier stehen und jetzt will ich mal gerade, weil wir noch so zwei, drei Aspekte noch diskutieren wollen, welche ich jetzt zuerst nehme.
Ja, vielleicht die, weil wir jetzt auch ein bisschen aus der Umsetzungsebene schon darüber gesprochen haben. Wie behalten routiniert arbeitende Menschen die Oberhand gegenüber maschinell lernenden Maschinen? Bei maschinell lernenden Maschinen gucke ich auf Nathalie, weil da kennen sie sich ganz gut aus. Wie behält man da die Oberhand? Oder entgleitet einem das irgendwann? Kann einem das eigentlich schon entgleiten? Oder haben wir da noch falsche Vorstellungen? Ich glaube, im Moment ist es eine falsche Vorstellung im Sinne von, dass es ist ja nicht irgendwo eine KI, die rumschwebt und plötzlich schreibt sie Artikel und man hat keine Kontrolle darüber. Also das ist, glaube ich, eher aus irgendwelchen Science-Fiction-Szenarien. Was natürlich wichtig ist, dass man sich auskennt, dass man informiert ist, was ist überhaupt technisch möglich, weil es ist technisch möglich. Also es gibt zum Beispiel GPT-3, ist, glaube ich, eines der größten Sprachmodelle, die gerade so seit 2019 veröffentlicht sind. Und es ist einfach, es wurde trainiert auf ganz, auf eigentlich allen Textdaten, die so draußen verfügbar sind in unterschiedlichen Sprachen. Und es kann Texte generieren. Aber es hat keine Intention. Also es hat kein Ziel und es hat keine Intention, einfach Texte zu generieren. Das heißt, was ist wichtig, ist einfach, dass man als Journalist sich auch mit dem Thema auseinandersetzt. Was sind gerade so die technischen Fortschritte? Was ist möglich? Aber gleichzeitig auch so einen ethischen Framework schafft dafür. Also wann ist es, macht es Sinn? Für welchen Inhalt? Jetzt geht es mir so, dass Nathalie eingefroren ist. Ich glaube, euch auch. Warten wir nochmal ab, ob er sich eingroovt. Dann kann ich die kurze Sprechpause nutzen. Martin hat den Beitrag, was wir gelernt haben und wie wir den Code veröffentlicht haben, aus eurem Projekt hier in den Chat gepackt. Da ist das nochmal sehr schön nachzulesen. Jetzt hoffen wir, dass wir Nathalie gleich wieder dazu bekommen. Aber Christina, ich hätte sowieso das jetzt nochmal weitergespielt zu dir. Das Thema, was Nathalie gerade angemerkt oder angesprochen hatte. Und du hast auch deine Hand schon gehoben. Genau, ich würde gerne noch was ergänzen. Also genau, alles, was Nathalie gesagt hat, auf jeden Fall unterstützen. Ich denke auch, dass da das Fachwissen, oh je, jetzt ist sie weg, auf jeden Fall wichtig ist, da so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Was können die Modelle eigentlich gerade, auch gerade bezogen auf die deutsche Sprache? Das hatten wir ja auch vorhin schon. Was aber auch super wichtig ist, ist, sich darauf einzustellen, dass man quasi gemeinsame Workflows definieren muss, wo dann eben so automatisierte oder automatisierende Algorithmen zum Beispiel mit eine Rolle spielen, damit man einfach repetitive Aufgaben auslagern kann. Und was man dann halt tun muss, ist einen klaren Workflow festlegen und auch vielleicht eine klare Zielsetzung. Also welche Werte wollen wir denn eigentlich hier nach vorne stellen? Was soll der Algorithmus tun? Was soll er nicht tun? Ich glaube, wir müssen uns alle in den Redaktionen dann eher darauf einstellen, dass wir unsere Ziele, Werte, Arbeitsweisen so ein bisschen stärker auch operationalisieren müssen vielleicht, damit solche verzahnten Workflows überhaupt möglich werden. Und dann kann man total viel da rausholen. Es ist nur eben auch eine Auseinandersetzung mit der Technik dann im Alltag und da erstmal kein Störgefühl zu haben, sondern mal zu schauen, okay, was geht denn da? Wir probieren es mal aus, ne? Experimente machen, in einem geschützten Raum möglichst in der Redaktion. Ich glaube, das wäre wahnsinnig wichtig, damit man sich da nicht einfach grundsätzlich unwohl fühlt, sondern die Potenziale, die definitiv da sind, auch nutzen kann. Also das Thema Workflows ist so, genau, das, was, glaube ich, eine andere große Baustelle ist, neben dem Fachwissen, was natürlich noch nicht so verbreitet ist. Martin. Genau, es geht ja darum, also um genau daran anzuschließen, es geht ja auch darum, erstmal zu identifizieren, was sind mögliche Themen oder was sind mögliche Bereiche überhaupt, wo das sinnvoll ist für einen und wo es einem wirklich helfen kann oder beziehungsweise nicht nur sie einem selber, sondern auch den Leserinnen und Lesern oder Zuschauerinnen und Zuschauern. Also das ist ja ganz elementar. Also ich hatte nachdem wir das mit der Landtagswahl gemacht haben, mit manchen Kollegen irgendwie gesprochen und auch mit Julius Ströger von Zeit Online, den manche sicherlich kennen. Und wir haben dann so überlegt, naja, wie ist denn das, wenn Automatisierung quasi, große Medienhäuser können alle Gemeinden Artikel veröffentlichen und wo bleiben dann zum Beispiel die regionalen Medien? Und dann sind wir auf den Punkt gekommen, dass genau diese Mischung aus journalistische Begleitung und Automatisierung genau den Mehrwert macht, den eben ein Spiegel Online oder Zeit Online oder Süddeutsche oder FAZ nicht schafft zu kleinen regionalen Medienhäusern. Deswegen haben wir das auch veröffentlicht und so explizit reingeschrieben, dass regionale Medienhäuser sich bitte daran bedienen sollen und irgendwie das nutzen sollen, weil die wissen ganz genau, wer die Wahlkreiskandidatin ist, welche Skandale dahinter stecken,
Ja, und dann könnt ihr diesen Absatz dorthin setzen, wo der dann erscheint und in welcher Reihenfolge und wann der dann wie ausgespielt wird. Das entscheidet dann die Automatisierung, weil diese Recherche, das ist ganz wichtig. Christina. Ich will gar nicht zu weit wegführen, aber weil es gerade so gut passt. Ich finde da, das, was Martin gerade beschrieben hat, dieses Atomisierte, ne? Also verschiedene Bestandteile von Artikeln als solche auch zu begreifen und unterschiedlich neu zusammensetzen zu können. Also dass der Hintergrundabsatz, der überall auftaucht, vielleicht auch nur einmal geschrieben werden muss und dann überall eingeklinkt werden kann für Leute, die ihn noch nicht kennen. Das ist eben auch so ein wahnsinnig großes Potenzial für Automatisierung, auch für KI letztlich. Läuft dann unter dem Label Structured Journalism. Und ist aus meiner Sicht so das, was wir grundsätzlich damit auch am dringendsten auch angehen sollten, weil wir einfach so viele unterschiedliche Publikations- und Umfelder haben, also abseits von unseren eigenen Kanälen, diverse Plattformen und auch nutzerspezifisch die dann zu bedienen, kann uns, glaube ich, total helfen, da wirklich Leute dezidiert zu erreichen mit den Inhalten, die sie auch wirklich interessieren. Und wir haben diese Inhalte alle da, die brauchen nur die passenden Metadaten und wir brauchen die passende Logik, um die quasi zusammenzubauen neu. Und da wird, also aus der Vision kann man, glaube ich, so wahnsinnig viel machen und das steckt da auch drin. Ich begrüße Nathalie wieder bei uns, die ist auch gleich wunderbarerweise wieder angepinnt worden. Danke dafür nochmal ans Team im Hintergrund. Übergehe jetzt Nathalie nicht. Ich wollte nochmal den Ball weiterspielen an Mika, weil jetzt ist ja die Frage, wie weit kommt denn das, was wir jetzt so an Prozessoptimierung, ohne dass das Wort negativ konnotiert sein muss, sogar festgestellt haben als Potenzial. Wie weit kommt das in der Fläche auch in regionalen Medien an, jetzt schon? Ich glaube, dass wir da sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, von Medienhaus zu Medienhaus, von Organisation zu Organisation. Je lokaler wir gehen, desto mehr merken wir, dass wir in der Fläche auch an journalistischer Reichweite verlieren. Es gibt ja Bundesländer, in denen es kaum noch ein regionales Medium im ländlichen Raum gibt. Es gibt dieses Phänomen eher im städtischen Bereich nicht. Bundesländer, in denen wir stark regional aufgestellt sind, gibt Länder, wo es schwächer ist. So sieht es, glaube ich, auch spiegelbildlich in den Redaktionen aus. Große Medienhäuser können da mehr leisten. Ein Haus wie die VRM als großer regionaler Player, der sich, wie gesagt, eine eigene Abteilung leisten kann, in der wir gucken, wie gestalten wir die Zukunft und auch die Gegenwart technologiegestützt auch in den Redaktionen. Und dann gibt es Häuser, die müssen irgendwie schauen, dass sie überhaupt noch journalistisch arbeiten können, weil die Ressourcen nur noch die Alltagsbewältigung und den Kampf mit dem Alltag zulassen, aber nicht mehr eine nach vorne gerichtete Sichtweise. Und dann reden wir auch noch über freie Journalistinnen und Journalisten, die als Einzelkämpfer unterwegs sind vielleicht. Und die dürfen wir hier bitte nicht aus dem Blick verlassen, weil wo docken die sich an? Ich finde, ich habe es eben schon mal erwähnt, Korrektiv Lokal, die ja auch verstärkt Datenjournalismus betreiben wollen, ein Best-Practice-Beispiel par excellence. Ich kann mich erinnern an die letzte Aktion, wo es um Parteispenden ging. Ein sehr relevantes Thema, sehr schön aufgearbeitet. Und ich finde, das zeigt, dass hier tatsächlich Vernetzung ein Mittel sein kann, wie wir miteinander einen Transfer dieses Wissens auch stattfinden lassen können. Hier können natürlich auch Berufsverbände und Gewerkschaften wie die DJV eine Rolle spielen, aber auch andere Netzwerke sicherlich. Das wird wohl der Schlüssel sein, damit wir diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten nicht synchronisieren, aber vielleicht ein bisschen näher aneinander bringen als Idee. Jetzt können wir hier einsteigen mit der Frage, was gibt es dann so für Empfehlungen, damit man sich auch mal jetzt mit den unterschiedlichen Ausgangssituationen und Geschwindigkeiten im Thema annähert. Das hast du eben ein Best Practice schon genannt für das Thema Datenjournalismus. Aber eine Frage ist hier auch im Panel, was sind die Top 10 Best Practice Beispiele zur sinnvollen Automation mit Mehrwert? Ich weiß nicht, ob wir jetzt die 10er-Liste voll bekommen, aber vielleicht kriegen wir die Top 5 oder 3, 4 mal zusammen. Was fällt euch als Best Practice zur sinnvollen Automation ein, wo ein wirklicher Mehrwert geschaffen wurde? Habt ihr da was? Christina und dann Martin? Mir fällt neben den Wahlen gab es so wirklich tolle Beispiele, aber auch innerhalb der Apps, zum Beispiel beim NDR und beim WDR zu Covid-Zahlen, also die aktuellen Inzidenzen zum Beispiel, weil das ja so ein ganz klarer Use Case war. Jeder schaut morgens auf die Webseiten und sucht seinen Landkreis und das kann man dann wunderbar automatisieren und bereitstellen. Und ansonsten gibt es auch schon eine längere Erfahrung, ich glaube bei der Welt zum Beispiel, zu regionalen Fußballergebnissen.
also was im Sport dann einfach natürlich in der Tiefe nicht bearbeitet werden kann, wobei man da dann aufpassen muss, weil die Daten manchmal nicht die Güte haben, die man sich eigentlich erhofft. Und bevor man dann über ein Tor berichtet, was dann nicht gefallen ist, nur weil es jemand irgendwie in den Datensatz falsch eingetragen hat, das ist natürlich dann schwierig. Genau, Börse war auch mal ein Beispiel, was das Handelsblatt ausprobiert hatte, aber wieder eingestellt hat, wenn ich richtig informiert bin, weil da einfach so viele Expertenleser sind und Leserinnen, dass sie einfach nichts verzeihen. Also keine Formulierung, die so ein bisschen daneben hängt, war wohl, ist wohl ungerügt geblieben sozusagen. Also deswegen würde ich sagen, sowas wie regionales Wetter, da war beim BR auch was Tolles zu Bio-Wetter jetzt gerade, aber eben alle Zahlen, die im Regionalen relevant sind und in dem kleineren Maßstab, genau. Lass uns mal das Handelsblatt-Beispiel nochmal als Marktposten nach hinten schieben, weil in der Folge hängen unter Umständen ja wirklich Arbeitsplätze bei diesen börsennotierten Unternehmen davon ab, wie gut das Ganze automatisiert wurde oder nicht. Stichwort Ad-Hoc-Meldungscharakter einer Nachricht. Martin, was hattest du noch an Beispiel? Genau, das ist schon ein bisschen älter. Wenn ich mich richtig erinnere, war das von BuzzFeed. Und zwar ging es da eher zur Recherche. Da hat der Journalist quasi Mustererkennung benutzt, um Flugbewegungen in den USA, im Westen der USA zu erkennen. Und das war wahnsinnig spannend, weil er mit dieser Mustererkennung, das ist ja eine wunderbare Sache, die quasi tatsächlich maschinelles Lernen, eine Aufgabe, die maschinelles Lernen gut lösen kann, Muster zu erkennen. Und dann haben sie festgestellt, eben anhand von so Kreisbewegungen von Helikoptern, wo gerade besondere Kriminalitätsschwerpunkte sind, beziehungsweise wo die US-Behörden einen Drogenboss festgenommen haben. Und das war super, super spannend für die Recherche. Christine hat gerade als Link in den Chat eingefügt. Maschinelles Lernen, für mich wieder so ein Triggerwort, wo ich zu Nathalie gucke. Wo beginnt denn maschinelles Lernen? Also ab wann brauchen wir das? Ist das schon die schiere Mustererkennung oder ist das eigentlich ein bisschen mehr? Ja, ich hoffe, diesmal hält die Verbindung mehr aus als vorhin. Ich weiß noch nicht, was ihr vorher noch gehört habt, aber ich versuche es mal. Genau, also maschinelles Lernen beginnt eigentlich immer dann, wenn man wirklich aus Daten lernt. Also man hat einen bestimmten Datensatz und versucht daraus eigentlich Muster zu erkennen und dann, sobald man irgendwie neue Daten reinkommen, das dann dort einzuordnen. Also es kann so Richtung Kategorisierung gehen, man versucht einfach nur einen Apfel von der Banane zu unterscheiden, aber es hängt natürlich, wir müssen bei dem Thema dann, sobald es um maschinelles Lernen geht, natürlich auch immer um Bias sprechen. Also was sind die Informationen, die wir dann nehmen, um bestimmte Muster zu erkennen? Also gucken wir uns nur die Farbe von dem Obst an oder auch das Gewicht, die Größe, die Textur. Und so genauso ist es natürlich auch bei Sprache. Also was sind die Artikel, die man zum Beispiel in so ein großes Sprachmodell reinfüttert, wie zum Beispiel GPT-3, also welche Biases hat es? Hat es jetzt bestimmte Medien gesehen oder hat es die Sprache eher von Wikipedia-Einträgen oder sind das jetzt irgendwie Bücher von Thomas Mann? Oder also es ist man muss da sehr, sehr aufpassen, auch wie man solche Systeme trainiert. Und aber natürlich hat es auch im Journalismus, wollte ich vorher noch sagen, ich hoffe, das ist noch durchgekommen, es gibt natürlich auch, wenn es darum geht, so wie kann man damit umgehen und die Oberhand zu behalten, ist natürlich einerseits das Wissen darüber wichtig, aber auch die Potenziale dahinter zu erkennen. Also wenn man weiß, was möglich ist damit, dann kann ich das natürlich auch wieder für meine Redaktion nutzen. Also wenn ich Recherchen machen möchte, wenn ich ganz viele Daten vor mir liegen habe, also nicht nur strukturierte Daten, wie zum Beispiel Wahlergebnisse, sondern halt auch Textdaten, kann ich schnell rausfiltern, um wen wird gesprochen, wie sind die Personen zueinander gestellt. Und so auch da kann, also oder semantische Suche, also dass man eben nicht nur nach Wörtern filtert, sondern wirklich nach Assoziationen. Und da kann maschinelles Lernen natürlich sehr, sehr viel Unterstützung bieten und eben so automatisierte Arbeiten oder anstrengende, mühsame Arbeiten für Journalisten abnehmen, sodass die wirklich auf den Inhalt und den Kontext sich fokussieren können. Stichwort Arbeit abnehmen. Jetzt kommen wir hinten raus natürlich noch zu den berufsethischen Implikationen oder generellen Implikationen auch auf unser Arbeitsfeld. Und da gibt es auch eine Frage hier im Tool, ist KI ein Jobkiller? Ja, also was an Arbeiten abgenommen wird. Wie vermeiden wir, dass Budgetverantwortliche so, in Klammern auf, anfangen zu, Klammer zu, denken? Also
sich denken, ach ja, die Automatisierung hilft ja ganz wunderbar beim Optimieren, auch beim Optimieren meiner Budgets, wo dann vielleicht ein Sparposten Personalkosten sind. Jetzt gucke ich den Gewerkschafter hier aus dem Bundesvorstand an. Wie finden wir das, Mika? Wie gehen wir mit der Perspektive um? Also das ist ein ganz wichtiges Thema und in der Tat muss sich ein Journalistenverband mit mehr als 30.000 hauptberuflichen Mitgliedern dieser Frage stellen. Wir tun das auch. Wir werden es jetzt auch auf dem Bundesverbandstag tun mit zwei Anträgen zum Thema künstliche Intelligenz und Journalismus. Und selbstverständlich muss es eine Forderung sein, dass kein Arbeitsplatz im journalistischen Bereich dadurch verloren gehen darf, dass Technologie eingesetzt wird. Das wäre aber auch kontraproduktiv für die Organisationen, die das tun, weil ich glaube, wir haben hier festgestellt, dass wir hier über Handwerkszeug letztendlich reden, das Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit unterstützen soll und wir aber von etwas reden, was von Vertrauen geprägt ist. Wir brauchen die menschlichen Fähigkeiten im Journalismus. Wir brauchen das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer und Leserinnen und Leser letztendlich. Und das bildet sich nicht über Quellcode ab, sondern über Identifikationsfiguren. Wir brauchen die Köpfe auch in den Redaktionen. Also ich glaube, es wird ein Schuh draus, wenn wir diese Technologie, und wir haben das ja hier jetzt intern quasi besprochen, mit all ihren Chancen sehen und nutzen. Aber bitte lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass keine journalistischen Arbeitsplätze verloren gehen. Das würde uns am Ende schaden. Und das werden wir als Berufsverband und das werden wir als Gewerkschaft den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern auch sehr, sehr deutlich machen, dass das mit uns nicht zu machen ist. Und wir werden uns da auch sehr, sehr deutlich positionieren. Wir erkennen die Chancen, wir werden die auch fördern, aber wir weisen dort, wo es strukturelle Risiken hin gibt, auch darauf hin. Und ich finde, da werden wir auch unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung auch gerecht. Martin, dazu? Genau dazu, das passt wunderbar, weil ich da vorhin gerade etwas gelesen hatte. Nagelt mich jetzt bitte nicht auf die genauen Zahlen fest, aber es gibt einen Professor in den USA, der sich viel mit Automatisierung im Journalismus beschäftigt, Nick Diakopoulos. Und der hat in einem Vortrag 2020 war das, glaube ich, gesagt, so nach derzeitigem Stand können ungefähr 9% von Reportertätigkeiten automatisiert werden und 15%, irgendwas nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, irgendwie so von Redakteurstätigkeit automatisiert werden. Und hat auch gute Ansätze für meine Begriffe, kluge Ansätze, wie denn Maschine und Mensch, wenn man das so mal sagen darf, zusammengehen kann und in der Symbiose irgendwie einen Vorteil bringen kann, auch von der Stellenbeschreibung, von der Berufstätigkeit des Journalisten. Und da lohnt es sich mal reinzuschauen. Ich glaube, da ist die Angst vor wegfallenden Stellen zu stark als vor dem, was tatsächlich dann passieren kann. Stanley fragt gerade nach dem Namen des Professors, vielleicht können wir den noch reinschreiben. Auch zur Recherche noch dienlich, das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg hat auch eine wiederkehrende Studie zum Thema, was ist Automatisierung in Arbeitsumfeldern, was ist da möglich? Und die haben für unser Segment gesagt, bis zu 20%. Wir denken an sowas wie Nachricht im Film, der sehr systematisiert hergestellt werden kann, diese Darstellungsform. Das ist damit auch gemeint. Ein Fünftel ist natürlich schon heftig. Da müsste man nochmal gucken, was es noch für Studien gibt. Aber es gibt einen gewissen Grad, der eben automatisierbar ist. Christina hat es nicht auch gemeldet. Ja, vielleicht auch nochmal anschließend daran, an die Experimente und an das, ne, wie können wir uns jetzt darauf vorbereiten oder sozusagen, was kann man tun, um eben der Rationalisierung entgegenzuwirken. Ich glaube, es ist auch ein sehr guter Rat, sozusagen sich in diese Experimente einfach auch reinzubegeben, also auch da dann zu zeigen, was kann ich oder wie kann ich innerhalb dieser Verbindung zwischen Mensch und Algorithmus auch noch zeigen, wofür es mich braucht, nämlich für eben die genannten Themen Kreativität, Leserbindung, Empathie. Das kommt von den Systemen nicht. Und da können wir einfach zeigen, wofür ein Journalismus, der von Menschenhand gemacht und gesteuert wird, mithilfe dieser Systeme vielleicht, aber vielleicht auch weitgehend weiterhin ohne, wofür der da ist und warum der einfach besser ist als was Automatisiertes. Ich glaube, was einfach jetzt schwierig wäre, wäre so eine Abwehrhaltung generell, ne, zu sagen, wir wollen aber unbedingt daran festhalten, wie wir bislang den Journalismus gemacht haben. Ich glaube, dann gibt es durchaus eine Gefahr, dass wir am Ende eingeholt oder überholt werden von Technologieunternehmen, die eben unsere ethischen Standards nicht haben und trotzdem glauben, Journalismus machen zu können mit viel Technik. Und das fände ich
eine viel größere Gefahr. Und ich glaube, wir sollten da gemeinsam dann einfach ausloten, wohin das gehen kann. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, das ist ja auch meine Aufgabe, und nehme das mal, was Christina gesagt hat, als Schlusswort. Also an alle da draußen, seid experimentierfreudig, probiert es mal aus, macht das mal im Kleinen mit Projekten, tickert vielleicht die versammelte Expertise nochmal an. Ich glaube, die sind auch auskunftsfreundlich, die Kolleginnen und Kollegen. Und dann sollte man wirklich mal über das Ausprobieren da reingehen. Aber das, was Mika gesagt hat, ganz klar im Auge behalten, wohin das eben auch führen könnte. Und dann sei vielleicht noch mal kurz darauf hingewiesen, das Stichwort ist nämlich Kennzeichnungspflicht bei den Anträgen, um die es denn geht beim Bundesverbandstag am 8. und 9. November in Bochum. Mal gucken, was der Bundesvorstand daraus macht. Der Auftrag wird dann hoffentlich erteilt, sich um dieses Thema zu kümmern. Aber Mika hat jetzt hier ja quasi in die Aufnahme reingesagt, dass der Auftrag verstanden ist. Ja, dann bedanke ich mich bei den vier hier auf dem Panel Versammelten, bedanke mich für alle, die dabei gewesen sind, Fragen gestellt haben. Es gab noch die letzte Frage, welche Tools zur Textgenerierung ihr empfehlen könnt. Mal gucken, was wir da noch im Nachgang machen können oder ob ihr ad hoc was in den Chat reinschreiben könnt. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Ansonsten würde ich jetzt sagen, mit Blick auf die anschließenden Veranstaltungen, dass wir nicht zu sehr überziehen, und sage vielen Dank. Ja, Christine hat noch was reingeschrieben. Retresco, Martin und Nathalie nicken. Vielleicht heißt das ja. Kann man reinschreiben, ist ganz gut. Okay. Genau. Gut, dann danke ich. Hoffe, ihr habt noch einen weiteren spannenden Nachmittag hier bei Besser Online. Und ich glaube, es geht uns allen so. Wir wollen demnächst uns ja auch alle mal wieder in echt sehen. Das nächste Besser Online wird auch wieder in echt sein. Um 14:45 geht es hier weiter mit investigativ recherchieren, aber gemeinsam. So arbeitet Bellingcat mit einer weltweiten Online-Community zusammen. Das ist mit Johanna Wild. Deswegen spannend, weil Bellingcat gerade aktuell von der russischen Regierung auf das Level eines feindlichen Agenten eingestuft worden ist. Also ein sehr aktuelles Thema. Ja, also das kann ich nur empfehlen. Auch hier im Raum 2 geht es spannend weiter. Dann sage ich Tschüss und vielen Dank. Und gebe zurück an die angeschlossenen Funkhäuser.